Schreiber noch bitte. Mein Schatz. Super lecker, Lasse. Echt? Auf den Punkt. Ja, haut rein. Ich hab noch jede Menge. Schon wieder ein Jahr rum. Wahnsinn. Die Zeit rennt. Oder siehst deine Kinder groß werden. Komm mal wieder zu uns. Ich bin kein Polizist mehr, Lasse. Ich hole so ein Bier. Ich weiß, was du meinst, aber hey, jeder von uns kann mal überreagieren, okay? Es ist aber mir passiert. Er ist gestolpert. Er hat nach hinten gegriffen, um sich abzustützen, ja, nicht um eine Waffe zu ziehen. Wenn die Typen auf der Flucht sind, sind die absolut unberechenbar, weißt du? Du hast eine Sekunde, um das einzuschätzen. Das Einzige, was du machen musst, ist es vergessen, okay? Sofort. Weil sonst wirst du irre. Jetzt muss nur noch einer von uns die Eier haben und endlich anfangen zu tanzen. Kollege? Lang nicht mehr gesehen. Allerdings. Ich bin noch gar nicht dazugekommen, dir zu sagen, wie leid mir das tut wegen deiner Frau. Danke. War sehr besonders. Kommst du klar? Anfangs nein, jetzt ja. Denke ich zumindest. Ich habe gehört, du arbeitest als Privatdetektiv. Ja. Hauptsächlich suche ich Vermisste. Manchmal auch solche, die gar nicht gefunden werden wollen. Das passt ja. Was? Dass du Vermisste suchst. Wieso passt das? Weil du immer schon einen Sinn für verlorene Seelen hattest. Und dir geht's gut? Alles okay. Ideale Mitarbeiterin, noch am Wochenenden einsetzbar, weil zu Hause niemand wartet. Ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen wegen damals. Musst du nicht. Ich hab's gemacht, weil ich's wollte. Ja, aber ich war für dich verantwortlich. Was, wenn's nicht gut ausgegangen wäre? Wollen wir tanzen? Ich trinke aus und dann bin ich weg. Vielleicht dauert's ja diesmal nicht so lang, bis wir uns wiedersehen. Pass auf dich auf. Mach ich.
Ich stecke ganz schön in der Bredouille. Wenn ich ihn so unrecht verdächtige und er kommt dahinter, dann war es das mit unserer Freundschaft. Aber falls er mich tatsächlich hintergeht, bin ich mir zum Deppen. Sie sind beide zeichnungsberechtigt. Jeder wickelt seine Sachen ab, sonst wäre das viel zu ineffektiv. Wir werden sein Büro verwanzen und ihn rund um die Uhr abhören. Mir ist Diskretion echt am allerwichtigsten, ja? Er darf keinen Wind davon bekommen. Ja, Herr Nagel, das habe ich verstanden. Suchst du mich? Das hätte ich mir denken können, dass mir den nicht einfach unbemerkt folgen kann. Um was geht's, Tascha? Wenn man dich engagiert, bist du dann zur Geheimhaltung verpflichtet? Ja, in der Regel halte ich meinen Mund. Es sei denn, ich verstoße gegen Gesetze. Du suchst Vermisste. Da weißt du sicher auch, wie man jemanden verschwinden lassen kann. Ich will verschwinden. Spurlos. Und ich möchte, dass du mir dabei hilfst. Wieso willst du verschwinden? Erst brauche ich deine Zusage. Tascha, ich nehme meine Aufträge nicht an wie die Katze im Sack. Was wir jetzt hier besprechen, das bleibt unter uns. Darauf gebe ich dir mein Wort. Aber ob ich dir helfe oder nicht, das entscheide ich erst, wenn ich mehr darüber weiß. Metzner ist seit 3 Wochen wieder draußen. Du weißt wer? Wie könnte ich den Namen vergessen? Er wurde vorzeitig entlassen wegen guter Führung. Er will sich an mir rächen. Wie kommst du darauf? Es war meine Aussage, die dazu geführt hat, dass ihr ihn doch noch gekriegt habt, oder? Ich musste ihm versprechen, nichts zu sagen, und ich habe es trotzdem gemacht. Er war bei mir. Er beobachtet mich. Er wartet auf seine Gelegenheit. Tascha, wenn dem so ist. Es ist so, und das macht mich verrückt. Ich mache Fehler im Beruf. Neulich habe ich auf einen Unbewaffneten geschossen. Ich muss weg hier, verstehst du? Weit weg. Aber das lässt sich doch auch anders regeln. Der Richter kann eine Verfügung verhängen, dass Metzner sich dir nicht nähern darf. Verstößt er dagegen, wandert er wieder in den Bau. Ich will das nicht mit dir diskutieren. Ich habe mir das alles ganz genau überlegt. Die einzige Frage ist, hilfst du mir oder hilfst du mir nicht? Wenn ja, dann melde dich. Nimm mich statt dem Kind. Komm her!
Polizeikommissariat, Sekretariat Weber. Hallo Katrin, Hartwig hier. Hartwig? Hartwig Seele? Ja. Es gibt dich noch. Ja, mich gibt's noch. Wie geht's dir? Du, ich kann nicht genug klagen. Hier bei uns ist alles beim Alten. Aber wie geht's dir? Alles okay soweit. Katrin, ich habe eine kleine Bitte. Es geht um eine Weihnachtsfeier. Die liegt allerdings schon ein paar Tage zurück. Da hat mir einer der Jungs von der Bewährungshilfe was von der Statistik erzählt. Das könnte mir jetzt in der Sache weiterhelfen. Aber glaubst du, ich komme auf den Namen? Das ist wie ein Blackout. Ich glaube, zurzeit ist er für Harald Metzner zuständig. Ich gucke einfach mal. Ja, danke. Es ist übrigens sehr schade, dass du uns nie besuchst. Ja, das sollte ich wirklich mal wieder tun. So, hier habe ich's. Für den Metzner von Werner Pittner heißt der. Pittner, richtig. Danke, Katrin. Nicht dafür. Lass dich mal blicken. Ja, mach's gut. Mach's besser. Komm an. Ich suche ein Foto aus Gusu, als ich noch ein Kind war. Das muss irgendwo hier sein. Es ist unmöglich, dass ich es verloren habe. Ich habe all die Schachteln schon x-mal durchgeschaut. Dabei habe ich mich so über deine Nachricht gefreut. Willst du was trinken? Kaffee? Und Wasser reicht. Wasser, ja. Hast du sicher keinen Kaffee? Nein, danke. Ich hatte schon zwei. Du musst mir auch noch dein Honorar sagen. Du bist eine Kollegin, kein Auftrag. Ich bin dir das schuldig. Danke. Okay. Langsam, Tasche. Ich will dir wirklich helfen. Aber alles abbrechen und verschwinden ist heftig. Du hast Verwandte, Freunde, dein Leben ist hier. Meine Eltern war ich sowieso immer nur Luft. Mein Vater ist abgehauen, meine Mutter hat ein zweites Mal geheiratet, die lebt jetzt irgendwo bei Kiel. Genauso gut könnte sie im Nordpol sein. Die einzige, die ich vermissen werde, ist meine Oma. Aber die ist 89 und im Altenheim. Früher oder später... Wenn du offiziell nichts unternehmen willst, dann kann ich das auch inoffiziell regeln. Ich kann mit Metzner ein ernstes Wort sprechen unter vier Augen. Das beendet es nicht. Wieso bist du dir so sicher, dass er sich an dir rächen will? Weil ich seine Augen gesehen habe. Tascha, du bist Polizistin. Verbrecher festzunehmen ist dein Job. Die nehmen das in der Regel nicht persönlich. Hartwig, ich kann nicht beweisen, dass Metzner sich rächen will. Aber sollen wir warten, bis er es gemacht hat? Ich muss weg. Aber ich will es außer dir niemandem erklären müssen. Nicht den Kollegen, keinem Richter, niemanden. Ich habe es all die Jahre durchgestanden. Es war hart genug. Ich will nicht mehr. Wenn du es all die Jahre durchgestanden hast, dann heißt das, es hat dich all die Jahre über belastet. Nicht so gut ausgegangen, wie wir alle dachten. Richtig? Hast du schon eine Idee, wo du hin willst? Ja. Nach Gozo. Deshalb suche ich ja das blöde Foto, das ich nirgends finden kann. Ich war da als Kind mit Oma und mit meinen Eltern. Ich habe da schwimmen gelernt. Meine Oma hatte so eine Eselsgeduld. Den ganzen Vormittag lang bin ich im Seichten hin und her. Sie hat mir die ersten Züge gezeigt. Immer hin und her, ganzen Vormittag lang. Und dann plötzlich habe ich mich getraut. Ein Zug, dann noch ein Zug.
Immer weiter hinaus ins Tiefe, wo du nur noch Horizont siehst. Wahnsinnig aufregend. Wahnsinnig schön. Vielleicht sogar das Schönste, was ich je erlebt habe. Entschuldige. Gib mir ein paar Schritte, ich muss raus. Ja, klar. Was willst du eigentlich den Kollegen erzählen? Ich kündige und ich ziehe mit meinem neuen Freund nach Tucson, Arizona. Oder mir fällt noch was Besseres ein. Jedenfalls sollten wir vor deiner Abreise falsche Fährten legen. Am besten fährst du in den nächsten Tagen nach Berlin und lässt dich dort offiziell von einem Makler zur Wohnungsbesichtigung anmelden. Das erweckt den Eindruck, dass du nach Berlin umziehen willst. Rechne mal mit einer knappen Woche, bis du alles soweit hast. Zuallererst stellen wir dein ganzes Leben auf Prepaid um. Mhm. Geld nur noch über Prepaid-Kreditkarte. Besorg dir ein anonymes Prepaid-Telefon, damit man deine Telefon- und Bankverbindungen nicht zurückverfolgen kann. Uns genügen ein paar Telefonate, man weiß sofort, wo du dich aufhältst. Obwohl ich nicht glaube, dass Metzner dazu in der Lage ist. Du musst Geschichten erfinden. Bankangestellte gekonnt belügen. Ich träume das nicht zu. Du hast keine 36 Stunden in seiner Gewalt. Ich träume alles zu. Hast du nie überlegt, nochmal irgendwo ganz neu anzufangen? Ein neues Leben? Vielleicht. Aber ich bezweifle, ob das überhaupt möglich ist. Ich mag das, wenn du so in Gedanken nach links unten schaust. Da bist du noch ganz woanders. Ist mir damals schon aufgefallen. Ich wollte immer wissen, wo du da bist. Und ob ich da auch sein kann. Du warst mir sehr wichtig. Aber du hast nie eine andere gemacht. Du warst verheiratet. Ist ein bisschen trocken, ne? Hier darf man keine allzu hohen Ansprüche stellen. Und schon gar nicht in meinem Alter. Kindchen, ist alles gut? Aber ich werde wegziehen. Beruflich. Wahrscheinlich nach Berlin. Hast du was Besseres? Du bist jung, musst dein Leben leben und dann bist du auch näher bei deiner Mutter. Ich weiß nicht, ob ich dich werde besuchen können. Verstehe. Magst du noch ein Stück Kuchen? Mhm. So schlecht ist der gar nicht. Ich muss dann auch, der Zug geht und ich habe noch Wohnungsbesichtigung. Ja, geh nur, dass du nicht zu spät kommst.
So, jetzt geh ab. Ja. Ja, na klar, wenn du in München bist, dann sehen wir uns auch. Wieder in dem kleinen Lokal in Harthausen? Um eins kann ich da sein. Ja, so machen wir's. Dann bis Mittwoch, Schwesterherz. Ich freue mich. Bis dann. Ja, ich mich auch. Danke. Wiederschauen. Wiederschauen. Sela? Pittner, Werner, das ist ja ein Ding. Ja, ich habe mir gerade ein Buch abgeholt. Du hast ewig nicht gesehen. Ich weiß es auch gar nicht mehr. Hast du denn ein paar Minuten? Wir wollen schon so über den Weg laufen? Ein Bierchen? Klar. Also ich trinke eine Schorle, ich trinke keinen Alkohol, aber klar. Okay. Freut mich. Ja, mich auch. Die meisten meiner Pappenheimer sind in Wahrheit arme Schweine. Damit sie ihre Minderwertigkeitsgefühle nicht spüren müssen, haben die ein riesengroßes, zorniges Ego drumrum gebaut. Und wehe, du kratzt es an, dann sehen die rot. Es braucht eine Eselsgeduld. Ganz sachte, vorsichtig musst du es abtragen, die Dämonen füttern, zähmen und dann zeigen sie dir ihre Hilflosigkeit. Und wenn du sie dann nicht verarscht, dann kann sich was verändern. Sollte echt mehr von deiner Sorte geben, Werner? Nee, das meine ich ganz ehrlich. Der Metzner ist raus, habe ich gehört. Mhm. Ist das auch einer von deinen Pappenheimern? Allerdings. Für den war es eine harte Zeit im Knast. Kind und Frau als Geisel nehmen, das kam nicht gut an bei den schweren Jungs. Die haben ihn ziemlich fertig gemacht. Aber der kriegt die Kurve. Der hat eine gute Therapie. Der hat eine gute Prognose. Ich frage mich manchmal, wie es für sie ist, wenn sie in ihr altes Leben zurückkommen. Ja. Die gleichen vier Wände mit allen Erinnerungen. Ja, ist oft eine Hürde. Aber der Metzner ist umgezogen. Der wohnt jetzt in der Franziskanerstraße. Ist weit genug weg von seinem alten Viertel. Kennt ihn keiner. Das ist gut. Das Allerschwerste am Neustart sind meistens die Vorurteile der anderen. Die sehen in dir immer noch den Verbrecher. Und nicht jemanden, der seine Schuld abbezahlt hat und der mit der Gesellschaft eigentlich pari ist. Möchtest du noch mal schauen, ne? Nee. Ich muss leider jetzt echt weiter. Es war schön, dich zu treffen. Finde ich auch. Ich lese dir aus der Hand, sage dir gute Zukunft voraus. Und Sex, was du willst. Danke. Ich kann
kann noch mal über die Kalkulation gehen und schauen, was sich machen lässt. Sie schauen sich's an und dann sprechen wir. Davon wusste ich auch, das ist alles korrekt. Gut. Das nächste Telefonat um 10.20 Uhr. Ich kann's kaum erwarten. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Ich gehe auch gleich los. Vielleicht bist du ja vor mir da. Und erwarte dich. Nackt? Oder mit ein bisschen was ich noch ausziehen kann. Bis gleich. Offenbar deine Geliebte. Das war meine Frau. Es tut mir leid, Herr Nagel. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sie müssen auch nicht sagen. Wir sollten einen Break machen. Sie denken nach und rufen mich an, wenn Sie wissen, wie es weitergehen soll. Nee, ich trau mit. Und den Tag war er ganze 3,5 Stunden weg. Stellen Sie sich das nicht vor. Das macht die Sache nicht besser, glauben Sie mir. Aber ich weiß, es ist leichter gesagt als getan. Danke fürs Abholen. Gerne. Ich habe mir Metzner angeschaut. Keine Angst, wenn ich das mache, dann so, dass es keiner mitbekommt. Aber er wirkt total kaputt, einsam, geht zu Nutten. Macht nicht den Eindruck, als würde er an Rache denken. Oder er ist kaputt und das Einzige, was ihn noch aufrecht hält, ist der Gedanke, dass ich da bin und dass er sich an mir rächen kann. Er hat eine Therapie gemacht, wusstest du das? Mit guter Prognose. Deshalb haben sie ihn auch vorzeitig entlassen. Ist ja noch nie vorgekommen, dass ich Therapeuten ehren. Und wenn er so austherapiert ist, wieso steht er dann vor meinem Haus? Bist du dir denn wirklich sicher, dass es Metzner war? Ach, Scheiße, hab ich. Es tut mir leid, Ascha. Aber ich denke einfach, es muss noch eine andere Lösung geben. Du willst dich von der Bedrohung in Sicherheit bringen, das kann ich verstehen. Aber es ist nicht wie damals. Damals hast du deine Waffe abgegeben und hast dich ihm ausgeliefert. Hast du schon was gegessen? Nee, nicht wirklich. Sei nicht so streng mit dir. Alles ist nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Du musst die richtigen Voraussetzungen schaffen, dann geht's plötzlich. Und Selbstvorwürfe sind keine gute Voraussetzung. Und wenn ich wieder umkippe? Warum willst du dir das vorstellen? Du tust einfach dein Bestes, in jeder Hinsicht. Gerald. Wenn du da bist oder eine Therapie, ist das kein Problem. Aber dann wird's still. Ich weiß. In der Stille kommen die Dämonen. Aber du schaffst es. Dein Wort in Gottes Ohr. Das war Gozo. Ich hab's doch gefunden. Magst du Oregano? Ja, sehr gerne. Wenn du nach Gozo willst, dann müssen wir dir Bahn- und Schiffsverbindung raussuchen. Zuerst fliegst du nach Berlin. Dann weiter mit dem Zug. Über Tschechien, Österreich, Italien, nach Sizilien. Wahrscheinlich geht die Fähre von Pozzallo. Wenn ich wer sucht, dann kann er das mal bis Berlin nachverfolgen. Danach verliert sich die Spur für ihn. Wieso glaubst du nicht, dass man ein neues Leben anfangen kann? Ich habe nicht gesagt, dass ich es nicht glaube. Ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Ich fange irgendwo als Kellnerin an. Außerdem habe ich gespart. Irgendwas findet sich immer. Oder wir könnten eine Tauchschule eröffnen. Kannst du tauchen? Nur zur Not. Da, da ist er. Warte hier.
Entschuldigung! Hey! Was ist los? Wo sind Sie in der Gegend? Wieso? Ich suche die Steinstraße. Die ist da vorne. Ihr Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Nicht, dass ich wüsste. Mein Fehler. Vielen Dank. Das war nicht Metzner, das war irgendein Jogger. Aber er weiß jetzt, dass ich mir sein Gesicht gemerkt habe. Was ist damals wirklich passiert, Tascha? Ich habe alles ausgesagt. Wie kannst du dir vorstellen, mit mir zu leben, wenn du mir nicht vertraust? Ich vertraue dir doch. Versprich mir, dass du niemandem von allem hier erzählst. Versprich's. Versprochen. Die Nudeln sind sicher schon verkocht. Hast du mir nicht geantwortet? Ein neues Leben? Was genau bedeutet für dich neu anfangen? Keine Vergangenheit haben. Also funktionieren wir nicht, Tascha. Das Neue, das erkennen wir nur, weil wir es im Gehirn mit unseren Erfahrungen verknüpfen. Wir sehen die Gegenwart immer nur mit den Augen unserer Vergangenheit. Sagt wer? Gehirnforscher. Du interessierst dich für Gehirnforschung? Ich interessiere mich für Menschen. Wie sie funktionieren. Was es überhaupt bedeutet, ein Mensch zu sein. Es bedeutet, noch eine Hoffnung zu haben. Da wird noch da. Geh weg. Ist okay. Bitte lass mich allein. Tut mir leid. Alles gut.
call is temporarily not available. Sela, du bist es ja wirklich. Katrin, schön, dich zu sehen. Sag bloß, du kommst uns besuchen. Du, ich war hier in der Gegend. Es sind ja doch eine Menge Erinnerungen. Allerdings. Sag mal, Tascha Pecht, hat die Innen- oder Außendienst? Tascha? Weder noch. Die ist heute noch gar nicht aufgetaucht. Also ehrlich gesagt warten wir, dass sie anruft und sich krank meldet. Okay. Danke. War nicht so dringend. Soll ich was ausrichten? Nein, nein, ich melde mich wieder. Ich sage dir, dass du da warst? Ja, danke. Hey. Hallo. Hallo. Wie geht's Mama? Du kennst sie ja. Nur nicht klagen. Ihr telefoniert doch, oder? Ja, ja, einmal die Woche. Und du? Alles gut. Das sagst du immer. Was willst du denn hören? Dass sie wirklich geht. Ich lebe, Mama. Dir tut das viele allein sein nicht gut. Ich hab mir das nicht ausgesucht. Du solltest einer neuen Beziehung eine Chance geben. Ach komm. Nur weil es einmal schlecht ausgegangen ist, heißt es doch nicht, dass es für immer so ist. Es ist aber einmal schlecht ausgegangen. Und ich kann das nicht wegmachen. Hartwig. Lasse. Wolltest du zur Tasche? Ja. Wart ihr verabredet? Nee, nicht direkt. Wir haben uns auf deiner Geburtstagsparty lose verabredet und jetzt wollte ich mich einfach mal melden. Was ist schon, was ist los? Sie sind nicht auf dem Revier erschienen. Sie sind nicht krank gemeldet. Keine Nachricht, gar nichts. Das ist nicht ihre Art. Und dann ruft auch noch der Bewährungshelfer von Metzner an. Du weißt, der Metzner. Und sagt, er ist verschwunden. Nicht zum Termin erschienen. Nicht daheim. Das kann jetzt alles Zufall sein, aber ist mir zu brenzlig. Jetzt sind wir ins Haus. Und? Im Schlafzimmer eine zerbrochene Vase, Blutspuren. Das lässt man doch nicht so liegen, oder? Ja, das ist seltsam. Du warst heute Vormittag auf der Wache. Hast nach Tascha gefragt. Ja, aus demselben Grund, aus dem ich jetzt hier bin. Glaubst du, der Metzner hat dir was angetan? Na, aus seiner Sicht hat sie ihn damals verpfiffen. Aber das Gutachten zu seiner Entlassung hat mir jetzt eigentlich eine gute Prognose gestellt. Also von Rachegedanken war da keine Rede. Aber vielleicht war er doch kränker im Kopf, als seine Gutachter dachten. Wäre ja leider nicht das erste Mal, dass ich es falsch einschätzen. Ja. Du hast ihn seit der Party nicht mehr gesehen? Wir wollten. Wir haben telefoniert, aber ist immer was dazwischen gekommen. Das ist schon irre. Dass du gerade heute bei ihr auftauchst. Hast du einen sechsten Sinn? Na, hoffentlich nicht. Wäre ich mir selber unheimlich. Wieso bist du dir so sicher, dass er sich an dir rächen will? Weil ich seine Augen gesehen habe. Ich kann nicht beweisen, dass Metzen sich rächen will, aber sollen wir warten, bis er es gemacht hat? Ich kann nicht beweisen, dass Metzen sich rächen will, aber sollen wir warten, bis er es gemacht hat? Wir waren verabredet, dass ich ihn zum Arbeitsamt begleite. Das ist ein offizieller Termin, da bleibt man nicht einfach so weg. Deswegen habe ich es auch gleich gemeldet. Wann hast du ihn zum letzten Mal gesehen? Gestern. In was für einer Verfassung war er da? Du stellst dieselben Fragen wie Lasse. Wir haben lange zusammengearbeitet. Es ging ihm nicht gerade prächtig.
Ja, was heißt das? War er aggressiv? Ja, zerknirscht. Wütend auf sich selber vielleicht. Weshalb? Mein Gott, es lief nicht so, wie er sich's wünscht. Hat er dir gegenüber irgendwann mal was von Rachegedanken geäußert? Nein, überhaupt nicht. Reue, aber nicht Rache. Und du hast keine Vermutung, wo er sein könnte? Keine Ahnung. Alles klar. Danke, Werner. Bis dann. Ja, Lasse, ich bin's. Gibt's was Neues? Keine guten Nachrichten. Das Blut stammt von einer Frau. Scheiße. Ja. Sie sind jetzt auf Hochtouren. Okay, bis dann. Ich melde mich. Plötzlich weg. Ich bin Sorgen um mir. Es tut mir leid. Ich konnte mich nicht verabschieden, das hat zu weh getan. Metzner ist auch verschwunden. Wie verschwunden? Keiner weiß, wo er ist. Und weiß er, dass ich weg bin? Nein, ich denke nicht. Thank you.
Ich habe im Internet geguckt und telefonisch gebucht. Ein Steinhaus nahe zum Meer. Der Schlüssel liegt in einem Blumentopf. Der Besitzer kommt am Wochenende. Schaut mal vorbei. Wir sind da total entspannt. Okay. Da die nächste Abzweigung rechts. Alles klar. Das macht aber nichts, oder? Hauptsache, du bist da. Ich hab so einen Hunger. Wollen wir was essen gehen? Another wine, please. Another wine, that's all right. Ich dachte, du wolltest was essen. Willst du bleiben? Ich weiß jetzt, du bist in Sicherheit. Deshalb bin ich hergekommen. Nicht meinetwegen. Thank you. Thanks. Thank you. Maria hatte den Unfall auf dieser Bergstraße. Bis heute weiß niemand, was sie dort wollte. Warum es keine Bremsspuren gab. Ob es überhaupt ein Unfall war. Bei ihr war ich mir sicher, dass ich sie kenne und trotzdem habe ich mich getäuscht. Wir kennen uns noch viel weniger, Tasha. Um jemanden zu lieben, muss man ihn nicht kennen. Da hast du recht. Tut mir leid. Ich wollte dich nicht drängen. Ich bin jetzt da, oder? Was ist los? War wieder da? Wer? Metzner. Was ist ein Albtraum? Ich bin so deutlich. Das ist kein Traum. Tasha, hier ist außer uns kein Mensch.
ist ein Geist. Ich hol den Wasser. Hier. Ich hab so gehofft, dass es aufhört. Sascha, ist damals irgendwas passiert, was ich nicht weiß? Versuch dich zu entspannen. Hast du was zur Beruhigung da? Ich hab's durchgestanden, die ganzen Jahre über. Ich hätte es geschafft, wenn er nicht wieder aufgetaucht wäre. Lasse, du hattest mich angerufen. Ja, wir haben Metzner gefunden. Tot, erschossen, aus nächster Nähe. Jemand hat ihn in den Wald verscharrt. Aber nicht tief genug für den Hund eines Spaziergängers. Sascha ist immer noch verschwunden. Aber wir wissen jetzt, sie ist nach Berlin geflogen. Du hast nichts von ihr gehört? Du, ich bin im Moment gar nicht in München. Alles klar, wir bleiben in Kontakt. Danke. Nicht engagiert. Bist du denn zur Geheimhaltung verpflichtet? Versprich mir, dass du niemandem von allem hier erzählst. Versprich's. Lasse hat mich angerufen. Ein Spaziergänger hat seine Leiche im Wald gefunden. Hast du was damit zu tun, Tascha? Du hast mich angesprochen. Du hast mich gefragt, ob ich dir helfe, zu verschwinden. War das der Plan? Metzner zu töten? Aus Rache? Mit mir als Fluchthelfer? Tascha! Tascha! Glaubst du, ich hab dich benutzt? War's denn so? Metzner hat mich damals vergewaltigt. 8 Mal. Seinetwegen kann ich keine normale Beziehung mehr haben. Warum hast du das nicht vor Gericht ausgesagt? Ich hab's noch nie jemandem erzählt und ich werde doch ein zweites Mal machen. Du hast ihn getötet? Es war Notwehr. Er war bei mir. Er wollte es wieder machen. Er wollte mich wieder vergewaltigen. Dann musst du zur Polizei das aufklären. Nein, muss ich nicht. Das findet mich doch keiner, wenn du mich nicht verrätst. Tascha, du hast Albträume. Du siehst Gespenster, du brauchst Hilfe, sonst hört das nicht auf. Willst du mich verraten? Ach, darum geht's doch gar nicht. Die Vorsichtsmaßnahmen waren da, damit Metzner dich nicht findet. Aber das nützt nichts, wenn Interpol dich sucht. Verstehst du das?
Erzähl mir, was passiert ist. Er war wieder bei mir von meinem Haus. Diesmal hatte ich eine Waffe. Ich habe ihn abgefangen, ins Haus gezwungen. Er hat gewinselt. Sein Atem, sein Schweiß. Es war alles wieder da. Mein Ausgeliefertsein von damals. Die Hilflosigkeit, die Erniedrigung. Du hast ihn ins Haus gezwungen? Das ist keine Notwehr. Ich hab mich so gewehrt, wie ich es vor 9 Jahren hätte machen sollen. Was hat er gewinselt? Dass er sich entschuldigen will. Was macht dich so sicher, dass er es nicht tun wollte? Ich war 36 Stunden in seiner Gewalt. Er entschuldigt sich nie. Du musst zurück nach Deutschland, Tascha. Du musst reinen Tisch machen, du musst erzählen, was damals passiert ist. Das ist deine einzige Chance. Sonst wird die Vergangenheit dich immer einholen. Ich hab's nicht geplant, Hartwig. Und auch wenn ich, was ich gemacht habe, nicht in Ordnung war, es hat mich schon verfolgt, die ganzen Jahre über. Ich hab schon gebüßt. Bitte lass mich nicht im Stich. Es wird ein Frühling kommen. Dann auch einer. Irgendwann wächst Gras über die Sache. Ich bezweifle das. Ich bezweifle, dass die Zeit alle Wunden heilt. Du bist das beste Beispiel dafür. Wenn du sagst, dass dein Trauma dich all die Jahre nicht losgelassen hat. Dein Albtraum letzte Nacht. Es wird nicht aufhören, nur weil Metzner tot ist. Mir ist schlecht. Tascha! Ja, Lasse. Ich muss noch mal mit dir reden. Dein sechster Sinn, der geht mir nicht aus dem Kopf. Metzner wird getötet, Tascha verschwindet und du erkundigst dich nach ihr. Da würdest du auch nicht an Zufall glauben. Lasse, gib mir Zeit, bevor ich was sagen muss. Dachte ich mir. Es ist kompliziert. Wir ermitteln in einem möglichen Mordfall. Ich muss dir da nicht sagen, ab wann man sich da schuldig macht. Einen Tag? Du meldest dich bei mir. Danke, mein Freund. Tascha! 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 Bleib bei mir, hörst du? Bleib bei mir!
Sascha, wir schaffen das. Komm schon. Komm schon. Bleib bei mir, hörst du? Tascha! Wir schaffen das. Schau mich an. Ja, genau, schau mich an. Alles wird gut. Schau mich an. Hier, hier. Erzählen muss, was mir passiert ist, sterbe ich lieber. Du bist dir sicher, dass mit dem Tod alles aus ist? Seit dem Tod meiner Frau bin ich mir nicht mehr sicher. Und wenn mit dem Tod nicht alles aus ist, dann wäre Selbstmord eine ziemlich schlechte Option, oder etwa nicht? Ich will aber weg. Ich will das nicht erleben müssen. Metzen hat eine Menschenwürde verletzt. Hat dich entblößt. Schutzlos gemacht. Dass du dich deswegen schämst, ist nur menschlich, Tascha. Aber du musst dich nicht wegen deiner Scham schämen. Die Schuld liegt bei ihm. Vielleicht bist du schuldig, weil du ihn erschossen hast, ja. Aber bei einer schweren Retraumatisierung kann die Vernunft aussetzen und du warst nicht zurechnungsfähig. Jeder Psychologe der Welt kann dir das bestätigen. Ich will einfach nur, dass es aufhört. Du hast doch gesagt, dass die Zeit es niemals heilt. Der Albtraum, dass mir Metzner erschienen. Das war aber nicht wie früher. Ich war nicht mehr das Opfer. Ich war der Täter. Tascha. Lass mich in Ruhe, respektiere das bitte. Ich muss um ins Haus meine Sachen packen. Ich leg den Schlüssel unter den Blumentopf.
Ich weiß, dass ich träume. Macht das einen Unterschied? Das eine ist real. Das andere nicht. Auch wenn ich nicht real bin, kann ich doch sehr wirklich sein. Es ist nun mal ganz anders, als du es dir vorstellst. Sag mir wie. Ich werde mich stellen und meine Strafe absitzen. Aber ich werde nichts von der Vergewaltigung sagen.
Wenn du nicht erzählst, was Metzner dir damals angetan hat, wie soll der Richter die Situation neu bewerten? Dann bleibt es bei Totschlag und du weißt, was das heißt. Bis zu 15 Jahre, Tascha. Du weißt, warum ich nichts aussage. Das Einzige, was die Kollegen denken, ist doch, ein Mann wäre das nicht passiert. Ein Polizist muss sich wehren können. Ich will nicht mit der Aufschrift Opfer rumrennen. Kann ich irgendwas für dich tun? Jetzt nicht mehr. Ja, doch, die kenne ich. Wie gesagt, das wäre sehr wichtig. Kann ich noch mal Ihren Ausweis sehen? Na klar. Hier ist Herr Seeler. Er sagt, er hätte Ihnen was Wichtiges mitzuteilen. Es geht um Ihre Enkeltochter. Danke. Guten Tag, Frau Bartha. Hartwig Seeler, mein Name. Ich bin ein Freund Ihrer Enkelin. Tascha hat Schlimmes durchgemacht. Ich weiß, dass Sie beide eine sehr enge Beziehung haben. Und vielleicht sind Sie der einzige Mensch, der ihr wirklich helfen kann. Alles erzählt. Er hat gesagt, er bricht sein Versprechen, aber er muss es tun für dich. Und das war richtig. Kindchen, mir ist dasselbe passiert wie dir, damals auf der Flucht aus dem Sudetenland. Und ich habe niemandem davon erzählt. Mein ganzes Leben nicht bis heute. Aber es hat nicht geholfen. Mir nicht, deinem Großvater nicht und deiner Mutter auch nicht. Schweigen hilft nicht. Mach Schluss damit, Kindchen, sag's ihnen. Sag ihnen, was man dir angetan hat. Opfer sein ist schlimm, aber keine Schande. Du brauchst Verständnis und Unterstützung. Erinnerst du dich, da warst du gerade 6 und du bist nachts aufgewacht und warst ganz verzweifelt, weil du mich hast weinen sehen und ich dir nicht gesagt habe, warum, weißt du das noch? Naja, mach's uns zuliebe, damit es aufhört. Als ich damals seine Geisel war, habe ich einmal versucht zu fliehen. Es hat ihn unglaublich in Rage gebracht. Ich dachte, jetzt bringt er mich um. Er hat mich geschlagen, mit der Pistole bedroht, gewürgt. Dann habe ich stillgehalten. Und er hat mich vergewaltigt. Anscheinend hat ihn das so erregt, dass er es wieder und wieder gemacht hat. Insgesamt 8-mal.
Als ich Metzner vor meiner Tür gesehen habe, hatte ich Panik. Ich war sicher, er wird es wieder machen. Ich habe es in seinen Augen gesehen. Aber diesmal habe ich mich gewehrt. Frau Pecht, gibt es Zeugen für die Vergewaltigung von damals? Nein. Wer garantiert uns, dass Sie uns die Wahrheit erzählen? Sie waren schon einmal vor Gericht und haben in dieser Sache ausgesagt. Damals war von einer Vergewaltigung kein Sterbenswörtchen die Rede. Hätten Sie das nicht angeben müssen? Vielleicht haben Sie sich das erst jetzt zurechtgelegt, um mildernde Umstände zu erwirken. Ich habe nichts gesagt, weil ich mich geschämt habe. Mag sein. Mag nicht sein. Ich möchte nur zur Kenntnis geben, dass Ihre Aussage durch nichts gestützt wird. Und daher für den zu verhandelnden Sachverhalt ohne Relevanz ist. Die Verhandlung wird am Dienstag, den 22. fortgesetzt. Bitte erheben Sie sich. Johannes, bitte. Was willst du machen? Der Staatsanwalt macht seinen Job. Der Verteidiger wird jetzt erstmal alle befragen, die etwas über die Vorkommnisse von damals wissen können. Den Gutachter im Gefängnis, den Bewährungshelfer, vielleicht sogar einen Mitgefangenen. Irgendwo hat Metzner vielleicht was gequatscht. Hätte mich ruhig früher ins Boot holen können. Wir sind Freunde, Hartwig. Ich habe ihr versprochen, dir nichts zu erzählen. Und das war ihr gegenüber richtig. Aber dir gegenüber war das falsch. Ich werde es überleben. Die Verteidigung ruft in den Zeugenstand Werner Pittner. Herr Pittner, Sie waren der Bewährungshelfer von Harald Metzner? Ja. Wissen Sie etwas von einer Vergewaltigung, die er laut Aussage von Frau Natascha Pecht an ihr begangen haben soll? Ja, weiß ich sehr gut. Ich weiß es deshalb so gut, weil er sehr darunter gelitten hat. Er war überzeugt, dass er sich mit dieser Tat das ganze Leben zerstört hat. Ich habe versucht, ihm klarzumachen, dass er nicht auf sich, sondern aufs Opfer schauen soll. Es gibt keine andere Lösung. Er hat es verstanden und wollte sich bei Frau Pecht entschuldigen. Ich wollte einen offiziellen Termin für diese Aussprache zwischen Täter und Opfer, aber da hat er immer wieder einen Rückzieher gemacht. Für uns ist das nicht ganz einfach nachzuvollziehen, aber einer verkorksten Psyche wie der von Metzner fällt es unheimlich schwer, sich zu entschuldigen. Er glaubt dann zuzugeben, dass er null und nichtig ist. Das ist wie ein Dammbruch. Diese gewaltigen Minderwertigkeitsgefühle drohen ihn dann zu überfluten. Er hat ja dieses grausige Ego aufgebaut, weil er sich im tiefsten Inneren schrecklich schämt. Aber da bin ich mir sicher, wenn er zu Frau Pecht wollte, dann nur aus einem Grund. Um sich zu entschuldigen. Danke, Herr Pittner. Ich habe keine weiteren Fragen. Ich danke Ihnen. Ich habe einen Menschen getötet, der sich bei mir entschuldigen wollte. Der Pittner ist sich sicher. Aber er kann sich irren. Wie jeder von uns. Wir alle können uns jederzeit irren. Vielleicht wollte sich Metzner bei dir entschuldigen, ja?
Vielleicht wollte er dir auch was antun. Vielleicht hat dein Trauma dich blind gemacht. Vielleicht auch nicht. Wir werden das nie wissen. Aber wenn ich mir nie sicher sein kann, was bleibt dann noch? Ich weiß es nicht. Vorsichtiger sein, vielleicht. Nicht ganz so schnell mit unseren Urteilen. Nachsichtiger miteinander. Wenn uns klar wird, dass wir uns jederzeit irren können, dann wird es vielleicht irgendwann wichtiger, gemeinsam die Wahrheit zu finden, anstatt sich durchzusetzen. Egal wie das hier ausgeht. Danke. Wie sind deine Nächte? Ich schlafe. Der Albtraum hat aufgehört. Immerhin. Ja. Immerhin.